Es war wohl eine fatale Kettenreaktion, eine Tragödie, die ihresgleichen sucht. Ein US-Forschungsteam hat jetzt die ersten 24 Stunden nach dem Einschlag des Dino-Killer-Asteroiden vor 66 Millionen Jahren rekonstruiert. Ein Bohrkern vor der mexikanischen Küste gibt Hinweise auf gewaltige Tsunamis und weite Buschbrände, die die Erde fest im Griff hatten. Wie genau können wir uns den Tag vorstellen, an dem ein Großteil aller Dinos sterben musste? Klicks um Science and Fiction, hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Dieser Dino-Killer-Asteroid vor 66 Millionen Jahren hatte es in sich. Das hat jetzt ein Forschungsteam durch die Analyse eines Bohrkerns aus dem Chicxulub-Krater vor der mexikanischen Küste herausgefunden. Demnach könnten die meisten Lebewesen im Umkreis von mehreren tausend Kilometern um den Krater herum innerhalb weniger Stunden nach dem Einschlag gestorben sein. Dazu einer der beteiligten Forscher, Sean Gullick. Nicht alle Dinosaurier starben an diesem Tag, aber viele von ihnen. Doch wie genau liefen die ersten 24 Stunden nach dem Einschlag ab? Die Ereignisse sind wirklich kaum vorstellbar. Innerhalb von Sekundenbruchteilen wurde wohl die Energie von, Achtung, 10 Millionen Hiroshima-Bomben frei. Klar, dass das in einer riesigen Naturkatastrophe enden musste. Zusammengefasst hatte das wohl nicht nur gewaltige Tsunamis, sondern auch ausgeprägte Brände und eine enorme Abkühlung des Klimas zur Folge, die sich vielleicht sogar über Jahre hinweg zog. Das US-Forschungsteam hat die ersten 24 Stunden nach dem Einschlag des Asteroiden relativ detailliert rekonstruiert. Im Golf von Mexiko entstanden bereits wenige Minuten nach dem Einschlag gewaltige Tsunamis, verursacht durch den plötzlichen Versatz großer Gesteinsmengen. Nach dem Kollaps des rund 100 Kilometer großen Primärkraters bildete sich ein Kraterring. Die so entstandenen Tsunamis haben nach Ansicht der Fachleute schon nach 3 Stunden auch entfernte Küsten erreicht. Bis auf die Höhe des heutigen US-Bundesstaates Illinois könnten die Wassermassen damals vorgedrungen sein. Doch es blieb nicht bei einem Tsunami. Höchstwahrscheinlich waren es mehrere Tsunamis, die durch den Golf von Mexiko rasten und Flutwellen an den Küsten verursachten. Der Einschlag führte zu Erdbeben der Magnitude 10 bis 11. Eine globale Katastrophe also, denn auch weit entfernt von den Küsten wurden wohl komplette Landstriche überflutet. Doch als wäre das nicht schon genug Horror, parallel hatten auch unzählige Feuer und eine gewaltige Hitze die Erde fest im Griff. Es handelte sich um ein feuriges Inferno, das durch die Hitze des Einschlages und die glühenden Partikel ausgelöst wurde. Diese gingen weit verstreut auf der Erdoberfläche hinunter und das wohl bis zu tausende Kilometer verteilt. Dazu heißt es in der aktuellen Studie, allein die Einschlagswolke erzeugte genügend thermische Strahlung, um Vegetation im Umkreis von 1000 bis 1500 Kilometern in Flammen aufgehen zu lassen. Doch dabei blieb es nicht, denn Gesteinspartikel, die durch den Ausbruch hoch in die Luft geschleudert wurden, regneten wieder auf die Erde zurück. Sie entzündeten sogar noch in mehreren tausend Kilometern Pflanzenmaterial. Doch wie lässt sich dieses Szenario durch die Analyse eines Bohrkerns rekonstruieren? Konkret handelt es sich um einen Bohrkern aus dem inneren Kraterrand des sogenannten Chicxulub-Kraters. Dieser Einschlagskrater hat einen Durchmesser von etwa 180 Kilometern und liegt im Norden der Halbinsel Yucatan in Nordamerika. Unter Fachleuten zählt er zu den besterhaltenen Einschlagskratern weltweit, da er unter Sedimentgestein begraben ist und so vor Erosion geschützt ist. Der nun analysierte Bohrkern wurde bereits 2016 entnommen und er enthüllt wirklich aufregende Details über den Untergang der Dinos. Dazu schauen Gullick. Der Bohrkern dokumentiert die Ereignisse direkt aus Ground Zero. Damit erzählt er uns über die Einschlagsprozesse aus der Position eines Augenzeugen. Vor allem die Ablagerungen ermöglichen es den Experten und Expertinnen, die Ereignisse zu rekonstruieren. Schon in den ersten 24 Stunden nach dem Einschlag des Asteroiden kam es wohl zu einer Ablagerung von mehr als 130 Metern an Material. Eine echte Premiere in der Geologie, denn eine derart hohe Akkumulation wurde nach Angaben des Forschungsteams bislang noch nie aufgespürt. Gefunden wurden unter anderem Trümmerstücke, Sediment, zu Glas erstarrte Gesteinsschmelzen und geschockte Quarzkristalle. Der Einschlag führte zu einer gewaltigen Explosion, wodurch Sedimente und Grundgestein ausgeschleudert wurden. Nicht nur der Asteroid, sondern auch der Großteil des Untergrunds verdampften dabei und das hatte Folgen. Laut der Fachleute waren es höchstwahrscheinlich deutlich mehr als 325 Milliarden Tonnen Schwefel, die in die Atmosphäre gelangten. Von diesem Wert ging man bislang aus, doch im Krater selbst blieb durch den Einschlag kaum noch schwefelhaltiges Untergrundgestein übrig, wie die Analyse jetzt offenbarte. Und das lässt die Fachleute daran zweifeln, dass es bei lediglich 325 Milliarden Tonnen Schwefel blieb. Der aktuellen Studie zufolge müsste es eine deutlich größere Menge gewesen sein. So oder so, die kühlenden Schwefelaerosole sorgten für einen langen Winter
Winter und dafür, dass kaum noch Sonnenlicht auf die Erdoberfläche kam. Dazu schreibt das Autorenteam, unsere Ergebnisse stützen eine solche Sulfat-Aerosol-bedingte globale Abkühlung und Reduktion der Photosynthese als wichtigen Killmechanismus dieser Katastrophe. Bei der Analyse des Bohrkerns konnten die Experten und Expertinnen aber auch Kohleablagerungen aufspüren. Dabei handelt es sich um Brandrelikte, die entweder vom Meer in den Krater geschwemmt wurden oder aber durch die Luft dorthin gelangten. Sie offenbaren, dass Gesteinspartikel, die zur Erde zurückregneten, auch noch in mehreren tausend Kilometern Entfernung Brände entzündet hatten. Auch noch Jahre nach dem Einschlag wüteten wohl Feuer auf der Erde. Zudem konnte das Forschungsteam dicke Ablagerungen im Chicxulub-Krater aufspüren. Diese stammen wohl vom Wasser, das an den Küsten zurückgeworfen wurde. Diese enormen Wellen überfluteten den Krater und das Wasser stieg am Rand des Kraters um mehr als einen Kilometer an. Klar ist also, das Leben auf der Erde hatte kaum eine Chance. Schon die Ereignisse, die kurz nach dem Einschlag auf der Erde ausgelöst wurden, führten wohl zum Tod. Die Organismen, die die Tsunamis und die verheerenden Brände überlebt hatten, fielen dann dem Einschlagswinter zum Opfer. Denn der senkte die Mitteltemperaturen um mehrere Grad und sorgte zudem auch dafür, dass die Sonne mehrere Jahre verdunkelt wurde. Den Untergang der Dinosaurier fasst Experte Sean Gulick so zusammen, sie wurden erst gegrillt, dann gefroren. Was wäre, wenn die Dinosaurier nicht ausgestorben wären? Anklicken, anschauen und Astro Comics TV abonnieren. Hammerkanal. Bis dann. Bleibt dran.